Hallo, heute möchte ich dir Wörter diktieren mit IE oder mit I. Entscheide selbst. Nimm jetzt ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe jedes Wort in eine Zeile. So kannst du später korrigieren und die falschen Wörter noch einmal schreiben. Los geht's. Erstes Wort. See. Wir hier Kinder fliege. Hilft bieten Zimt vier lila schieben erwidern wichtig, verlieren, gießen, Silbe. Richtig riechen ehrlich. Gleich hast du es geschafft, super. Jetzt kommt noch ein schwieriges am Ende. Tiger. Super, hast du jetzt mitgemacht. Perfekt. Nun hole dir einen grünen Stift, hake die richtigen Wörter ab und verbessere falsch geschriebene Wörter. Das erste Wort. Sie. Schreiben wir klein. Und es ist mit IE. Die Regel lautet, wenn du ein langes I hörst, schreibst du ein IE. Deswegen schreibst du sie, weil du ein langes I hörst, mit IE. Sehr gut. Wir schreibst du mit kleinem W, einem normalen I und einem R, weil es ist kein langes I. Hier. Richtig, genau, mit IE und klein geschrieben. Kinder. Kinder schreibst du auch mit einem normalen I, weil du sagst nicht Kinder, sondern Kinder. Das I ist kurz gesprochen. Fliege. Schreibst du groß, die Fliege ist ein Nomen und mit IE. Weil du sagst Fliege und nicht
Fliege. Hilft. Hilft kommt von helfen. Es ist ein Tunwort, also ein Verb. Und das schreibst du mit einem normalen I. Bieten. Bieten musst du mit IE schreiben, denn du hörst ein langes I. Und du schreibst es klein am Anfang, denn es ist ein Verb. Was tue ich? Bieten. Zimt schreibst du mit einem normalen I. Es ist ein Mitsprechwort. Du schreibst es so, wie du es sprichst. Vier. Ja, genau, es ist mit langem I geschrieben, denn es ist ein langes I zu hören. Vier schreibst du klein, es ist ein Zahlwort und du musst es ganz am Anfang mit einem Vogel-V schreiben. Merk dir das bitte gut, das ist eine Merkstelle. Lila. Lila schreibst du klein, es ist ein Adjektiv und du schreibst es mit einem normalen I. Schieben ist ein Verb und das Verb schreibst du klein. Es wird mit einem langen I gesprochen, deswegen schreibst du IE. Erwidern. Achtung, das ist sehr schwierig. Man hört fast ein langes I, aber du schreibst es mit einem normalen I. Und du schreibst es klein. Es ist ein Verb. Was tue ich? Ich erwidere. Sehr gut. Wichtig. Wichtig schreibst du mit einem normalen I und du schreibst es klein. Es ist ein Adjektiv. Wie ist es? Wichtig. Verlieren. Verlieren ist ein Verb und du schreibst es deswegen klein. Achtung, verlieren schreibst du mit einem IE, denn du hörst ein langes I. Du sagst verlieren und nicht verlieren. Und das V am Anfang des Wortes musst du dir auch sehr gut merken. Du kannst es dir auch merken, weil es eine Vorsilbe hat. Fair. Und fair als Vorsilbe schreibst du immer mit einem V. Gießen. Gießen ist ein Verb. Wir schreiben es klein und mit einem IE. Achtung, da ist eine Merkstelle, das scharfe S im Wort. Silbe. Die Silbe ist ein Nomen groß geschrieben und du schreibst mit einem normalen I. Super. Richtig. Richtig schreibst du mit einem normalen I. Es ist klein geschrieben. Pass gut auf, am Ende ist ein G und kein K. Das findest du heraus, wenn du es verlängerst. Richtige. Schau dir dazu das Video mit G oder K an. Super. Riechen. Riechen schreibst du klein, es ist ein Verb. Was tue ich? Riechen. Und du schreibst es mit IE, denn du hörst ein langes I. Ehrlich. Ehrlich schreibst du auch mit einem normalen I. Es wird klein geschrieben. Es ist ein Adjektiv. Wie ist es? Ehrlich. Achtung, es hat ein H, ein H versteckt. Ein stummes H, und zwar nach dem E. Super, und jetzt das schwierige Wort am Ende. Der Tiger, und das ist eine Ausnahme in der deutschen Sprache, denn du hörst ein langes I, aber du schreibst nur ein normales I. Das hast du heute wieder toll gemacht. Super, damit du kein Video von uns verpasst, klicke rechts auf Abonnieren.